So, hier sind wir wieder. Juhu. Wir hoffen, dass es diesmal klappt, weil letztes Mal ist es abgeschmiert. Yay. Und zwar haben wir hier schon für die Hochzeit dekoriert und jetzt wollen wir natürlich für Mila ein hübsches Kleid machen, aussuchen, whatever. Und ja, Eddie wird dann natürlich auch nachher dran glauben müssen und er sollte das mal aufräumen, ist ja ekelhaft. Okay, warte mal. Dein komisches Eichhörnchen, freust du dich nicht? Ah, oh, zwei. Wow, wir können es wieder zu der Sammlung hinzufügen. Mila ist ungeschickt. Ah, Mila ist unfähig. Ja. Hey, du bist so blöd, um ein Eis zu essen. Ich muss, glaube ich, wieder an dieser Stelle meine Stimme leiser stellen. Ich lache immer viel zu laut. Genauso wie das mit dem Soda-Getränk. Alles voll. Sie ist so dumm, ey. Ich hab ein weißes T-Shirt an. Oh. Boah, ich dachte, was ist das denn erst? Fernseher. Ist die gerade oh, hingeflogen? Ja, kind. das ist wirklich peinlich. Zum Glück guckt der nicht. Könnt Ja. ihr Wie schön. Wie schön. Also, Dev. Hallo. Ach, wieder unser hübsches Bild. Ist natürlich wieder mit dabei. Und jetzt wird es wahrscheinlich gleich anfangen zu laggen. Ich bin jetzt mal nicht voreilig. Darf ich jetzt klicken? Ja? Es war zu früh. Nein, war nicht. Und es hat schon Okay. geleuchtet. Aber es lädt, hoffe ich mal. Na, nein. Egal. Hoffentlich ist es jetzt nicht auf den Ausschaltknopf gekommen. Auf den Boden. Auf dem Es war auf Boden ist deine der. Tastatur. Nein. Auf dem Boden ist natürlich der Ausschaltknopf meines Aufnahmegeräts. Ja, Wir können ja das na. Türkise da nehmen. Welches Muster hat das? Kannst du mal klicken? Sieht voll scheiße aus. Ja. Sieht voll scheiße aus. Was für ein Sieht voll scheiße aus. Schweinearsch. Nix. Ich hätte nicht mal Brüste. Hätte. Wie hast du sie erstellt ohne Brüste? Keine Ahnung mehr. Das ist jetzt noch so hoch, das Kleid eh nicht, ne? Ja. Nein. Ja, ich find's auch doof. Ich will nicht diese Engkleider sehen, das wirkt auch nicht gut. Schade. Nein. Ich geh's ja mal nach Was ist das mir. da? Mit diesem roten hatten wir schon mal an. Das ist Nein, klar. das unten. Das Das da. klar. Genau, das ist unser Hochzeitskleid. Was ist das denn? Hässlich ist das. Schatz, ich will Spaghetti essen. Gib mir mal die Schürze. Ich will mein Kleid nicht ruinieren. Da müssen ein langes Kleid nehmen, das ist uncool. Die gerade eben, die Kleider sahen aus wie von Indiana Jones. Weißt du, ne? Es sind nur hässliche Kleider hier. Das ist Das schlimm. ist schön, aber es weiß wäre es Naja. schöner. Das kann man ja umstellen. Ach so. Das sieht doof aus. Ich finde, das sieht doof aus. Die sind alle so eng. Alle langen Kleider sind so eng. Das ist hässlich. Das ist voll tussig. Ja, ne? Dreckig. Sich in den Arsch. Versaut, ey. Hey, Mann. Wieso gibt's hier nicht so richtig Prinzessinkleid, ey? Richtig breit. Richtig breit, richtig üppig. Ja, Mann, ist so. Das sieht viel besser aus. I'm gonna kill you, cause there's no Wie wär's nice mit denen da? game. Ja, aber ist ja nur das hier, ne? Nein, ich wollte eigentlich das da unten nehmen. Ja, natürlich, Nein, das natürlich. da unten. Ich meinte das da. Warte, runter, runter, runter. Das da. Das ist auch eng und hässlich. Sind alle eng. Ich. Ach, Mila sieht so toll aus. Ja, das steht dir echt gut, ne? Ja. Aber das kann man nicht als Hochzeitskleid nehmen. Ich weiß. Aber es zerreißt mich. Boah, sieht das fucking aus. Scheiße. Man Ja, kann ja das hier kein als kurzes Hochzeitskleid. tragen. Man kann es in weiß machen. Aber das geht Aber ja. es ist so kurz. Verdammt. Nimm das mal. Nein, das ist scheiße. Es geht. Das ist scheiße. Ist besser als die Ich hab anderen. gesagt, das ist scheiße. Das kann sie überhaupt nicht Form. ab. Sowas hasst sie. Ja, ist so. Und Miss World. Ist so wie eine Schärfe, Oh ne? Mann. So. Echt? Dann nicht dieses Scheiß. Die
scheiße aus. Dann denk dir mal diesen Rock da unten weg. Dann sähe es noch einigermaßen wie so ein Arbeiterkleid. Natürlich, Abendkleid aus, aber irgendwie... Naja, auch nicht so wirklich, ne? Aha. Gibt's irgendwie lange Röcke, so dass wir schmuggeln können oder so? Ja, Mann. Schmuggeln? Ich meine mogeln. Schmuggeln? Denkst du einfach nur an das eine. Ja, natürlich. Genau, so ein Feen, Lilly-Feen. Nee, wir brauchen einen langen Rock. Ach, guck mal, die Röcke. Das ist der eine Rock, den du mochtest, ne? Ja, nee. Man könnte was draus zaubern. Ja, eigentlich schon, ne? Aber wir gucken mal weiter. Oh, was ist das denn für ein Rock? Den kenne ich gar nicht. Aha. Nein. Also, er ich ist so ein hübsch, ähnlich. Aber... Ja, genau. Propft sich, mobbt sich. Warte mal. Kann ich das komplett weiß machen? Unten sieht das aus wie so eine Schürze. Also so eine Gardine. Noch ein bisschen Geduld. Relativ okay, und außer das da unten. Ja, das kann man nicht wegmachen. Scheiße. Guck mal weiter, vielleicht ist bei den anderen Röcken, gibt es da verschiedene Versionen von. Ah. Wollte Steiner nicht schon Spitzenzeugs. Sorry, dass wir jetzt so wählerisch sind, aber irgendwie... Hallo, es ist ihre Hochzeit, da muss man wählerisch sein. Ihr geht ja auch nicht in den Laden und sagt, C&A hat nichts Gutes, ich nehme einfach das da. Ist ja nicht so, als wären wir die einzigen, die sind. Das ist alles dieses Teil da unten. Wie ist denn das da, dieses, diese dunklen da? Die? Die sehen ja auch scheiße aus. Hossa! Hossa? Ich komme vom Mittelaltermarkt. Ah, nee! Sieht eigentlich lustig aus irgendwie. Gesundheit! Dankeschön. Guck mal, was wir da was machen können. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Also so für. Ne? Irgendwie was Cooles machen. Huch, irgendwie... was ist das? Zeugs. Aha. Huch. Ja, wieso was mit Glitzer vielleicht? Ach so. Ich hab mir jetzt so gedacht, aber es sieht irgendwie scheiße aus, ne? Ja. Ui. Cool, das können wir. Achso, noch. Ich dachte gerade. Nicht so wirklich das Wahre, oder? Hm. Getauscht. Das Oberteil stört mich dermaßen. Sieht so da muss jetzt nicht achten. Okay. Vielleicht ein Tacken heller. Auch nicht, ne? Nee. Das kann doch nicht wirklich glitzern hier. Das ist voller Scheiß. Puh, was gibt's denn hier noch so? Oh, weißt du noch, kennst du dieses, diesen Laden neben der Pizzabude, da wo mein Friseur früher war? Dieser, wo diese ganz knalligen, bunten Hochzeits... Kleider drin sind. Dieser ganz kleine Laden. Knallig bunte? Ja, so ganz hässliche. Meines Erachtens nach ein paar. Boah, kann ich mich gerade nicht schon erinnern. Da, wo der Eisladen ist. Und da, wo das Rathaus ist. Ja, ja, okay, ja. Und? Da. Ich finde den Laden voll hässlich. Nee. We have a problem. Oh, so, what's the problem? I have a digger. Das sieht scheiße aus. Entschuldigung. Ja, ich hab nicht speichern gedrückt und speichert es. Ja, danke schön. Na, danke, ne? Aber das vorher nicht, oder was? Jetzt kommen wir noch Oberteil. Ach, verstehe, okay. Danke. Danke. Genau so war's. Genau, Lilly, Fehler ist grün. Ja, perfekt. Zieh mal sowas an. Zieh mal. Ja. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ich grad so. Das kann man anpassen, dass das geil aussieht, ne? Ja, ich wollte gerade so voll drüber ablachen, aber ich auch. Das sieht echt gut aus. Wie geht denn das da oben? Warte, das da? Nee! Das sieht ja aus. Zieh in den Krieg, Lilifee. Zieh in den. Nein. Nein. Wir müssen auch was.
kurzärmliches machen, das geht das aber gar nicht. Oder? Wie sieht das aus? Das ist langärmlich. Ich will nur mal gucken. Dum, dum, dum. Ich bin eine Witwe. Nee, ist noch nicht so, wie es war. Nein, nee. Sieht voll schwanger aus. Das dürft ihr eigentlich jetzt auch so, ne? Bauchfrau! Oh! Okay. Ha. Relativ. Wie ist mit dem? Da mit Schleifchen? Nein! Mach einfach mal. Alter, das sieht voll scheiße aus. Ja. Okay. Guck, ich hatte recht! Warte, wie ist denn sowas? Aha. Aha. Aha, das ist so. Hinten. Das sieht voll doof aus. Wir kriegen noch was hin, versprochen. Das schaffen wir schon. Ich schwöre. Kommen wir mit allem Mann voran, hurra. Hurra. Komm, was auch immer du singst, da. Hurra. Hurra. Genau, diese Kokosnüsse. Nee. Wenn es nicht so ganz direkt übergeht, dann sieht das irgendwie doof aus, ne? Ja. Mit allem Mann vorbei. Nein. Es würde sogar. Nein. Es gibt solche Kleider, die so aussehen. Ja? Ach ja, du musst es ja wissen. Ja. Aha. Nein. Ja, denk nicht die Farbe. Denk nicht an der Farbe. Nein, ich sehe schon die Farbe weg und so, aber das. Nee, das geht nicht. Ich filter sie schon raus. Wir können ja die nehmen. Das hier. Ja, perfekt, das nehmen wir nicht. Sonst gibt es eigentlich, glaube ich, nichts mehr Gutes. Das da? Was? Oh. Das da? Ja. Aber ich glaube nicht, das ist ein guter Übergang. Nee, das so passt nicht. Hippie Hippo. Nein. Oh mein Gott. Irgendwie passt das ein bisschen zum Rock, ne? Ja. Das hier sieht ziemlich eng anliegend aus. Mal gucken. Man sieht den Übergang. Ja. Irgendwie nur was bauchfrei ist. Das sieht bei dem Teil gut aus. Wo ist denn das eine? Das war doch. Hallo. Hier. Oh nein, das war das nicht. Nein. Und noch heute. Hier. Wollen wir alles in weiß machen und gucken, wie es aussieht? Wir probieren es einfach mal aus. Ist eine gute Idee. Kann das einfach, wow. Das ist mir zu weiß. Es ist nicht sehr weiß. Sorry, aber irgendwie ist das so weiß. Irgendwie sah es gut, dass das schwarz war. Ja. Hm, vielleicht so gräulich? Huh. Mach dann das unten so schwarz. Ist es da unten schwarz? Vielleicht, also mal gucken. Ich weiß ja nicht. Also ich will mein Hochzeitskleid nicht in pur weiß heiraten. Dann lieber dunkelgrün oder schwarz. Nee, das muss man auch ein bisschen gut kombinieren. Okay. Das ist, Dann mach nochmal das Feen-Outfit. Ja, bin ich auch für. Da, noch ein weiter. Zu weit. Ich hasse dieses Glegge. Glegge. Warte. Ich mag die Farben, das ist gut. Mit einer schwarzen. Hallöchen! Aber ich dann zu weiß. Ja, Moment. Kann man das nicht noch weißer oben machen, oder? Das kann man ein bisschen dunkler machen, oder? So. Wir machen das besser, ja. Nee. Nein, schwarz. Schwarz muss es sein. Es geht leider nicht heller. Ah. Vielleicht können wir den Unterrock hier so ein bisschen dunkler machen. Ein bisschen angepasst. Zu. Schwarz. Sieht irgendwie geil aus. Ja. Ich find's okay. Es ist erträglich, ne? Ja. Warte, jetzt können wir noch versuchen, mit diesem Glitzerzeug das hinzukriegen. Vielleicht, maybe. Eventuelli. Nicht erschrecken. Ja! Hässlich! So. Die Fresse. Das war jetzt eigentlich von so Kommentaren jetzt ausgegangen.
Achso. Willkommen, willkommen. Ihr habt einen scheiß Geschmack, aber ich mag euch. Wenn sowas kommt, dann werden wir abwarten. Ach, scheiß drauf, es sind unsere Köpfe. Wenn die es nicht hübsch finden, das ist rosalig. Wenn die es nicht hübsch finden, können sie es ja selbst machen. Sieht's aus? Das ist irgendwie rosalig, kann ja, das sein? Es ist grün. Ey, komm schon mit. Rosa. So, jetzt ist gut. Okay, mach's einfacher. Sieht es aus? Jo. Sicher? Ich finde schon. Ja? Jo. Ja? Noch ein Tick dunkler. Heller. Sieht irgendwie grünlich aus, oder? Ja. Irgendwie drückt dich hier sehr schnell ab. So, stopp. Ist okay? Tickkeller. Tickkeller? Feiner bei dir, so, ey. Ja, gut. Das guckt sich doch kein Schwein an. Ja, das dachte ich auch. So. Bei deinen Ohrringen. So, Für meinen Ohrring? Ja, als wir Milas Ohrringe gemacht haben. Was? Egal. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Vielleicht ist es besser so. Gut. Ich find's okay. Ich wir find's hatten, glaube ich, die... Mach's zur Kette. Schwarzen Schüchchen runter, die machen es einfach weiß, auch wenn man sie halt nicht sehen kann, ne? Ja. Schauen wir mal. So. Gut. Ach, Mila. Sometimes it's hard to remember that you even dare. Sie bekommt keine fucking... Aber sie muss das Armband ausziehen. Auf jeden Fall, du. Slap noch. Also, komm, komm, machen wir so eine Herzchenbrille für sie. Okay, okay. In pink. In pink, genau. Hello, pink. Das muss ja gut aussehen. Batsch! Bamf! Und schon ist das Hochzeitskleid zerstört. Ist echt hässlich. Muss man mal so zugeben. So eine Hipsterbrille. Nein. Und ist so eine. Oh mein Gott. Und schon ist es so ein Karnevalsoutfit geworden. Ja, ne? Krass. Krass, ey. Nein. Ah, nee, ich dachte, es wären die Kätzchen. Schade. Kätzchen. Nee, so Kügelchen? Ja. Ja, ne? Aber die sind irgendwie ein bisschen beige. Richtig gesehen. Make it day boys. Wise. Ich wollte sagen white. So white. Perfekt. Wie, sie läuft so schön. Eyes. Wie meine Lassen Zähne. Lassen wir das Augen-Make-up? Ich habe keinen Bock, das zu ändern. Ja, kein Bock. Okay. Lassen wir die Kette auch. Die passt so gut zur Rose. Na, Moment. Wir gucken bei ihm, ja? Ja. Ich habe jetzt auch nicht mehr alle Ketten im Sinn. Sowas nicht? Nein, das ist viel zu viel. Sowas? Das hatten wir auch in Planung, ne? Ja, oder? Jo. Aber dann schwarz. Wie schwarz? Die Kette ganz schwarz, oder was? Ah, gräulich, ja. Ist hier... Hm? Ich nicht. Aha. Na, Mann, da wollte ich gar nicht. Was ist besser? Ich weiß nicht. Ich fand beides sehr hübsch. Echt? Die Folge guckt sich keiner an, ne? Nein, die guckt sich wirklich niemand an. Das ist schlimm mit uns. Und jetzt kommt raus, wir haben gar nicht aufgenommen. Ach, geil. Nein, das kann auch nicht sein. Wir können ja irgendwas Witziges erzählen, während wir jetzt hier so rumwaggen. Zähl mal. Ich kümmere mich ums Outfit. Ich habe diesen Monat eine Reihe von Konzerten, die ich abarbeiten muss. Das erste waren die Ärzte, gestern war es die Wise Guys und nächste Woche werden es die Toten Hosen dann sein. Abarbeiten musst. Ja, das sind meine Geburtstagsgeschenke halt und ja. Ja. Und Weihnachtsgeschenke und da freue ich mich halt sehr, sehr drauf. Ach ja. Das ist immer so, weißt du, ey, auf ein Konzert von den Hosen oder von den Ärzten ist wie einmal ins Fitnessstudio gehen. Du schwitzt so ekelhaft derbst da drin. Und das ist so ekelhaft, wenn neben dir jemand schwitzt, der auch genauso riecht wie so ein Fitnessstudio. Wie sieht's aus? Ja, ganz okay. Lassen wir einfach mal. Ja. Aber das Armband, das ist No-Go. No-Go. Oh, was ich auch immer super finde, ist, wenn jemand sagt, das ist in und das ist out. Und du siehst so irgendwas, was du hast und das ist dann out und du denkst dir so, super. Zum Beispiel in der Bravo waren gerade, also meine Schwester war ja im Krankenhaus und die hat dann so, keine Ahnung, so Heftchen bekommen, die eigentlich nicht liest, wie so Popcorn, Yeah und Bravo, sowas liest die nicht. Und hat sie mir das halt gegeben, weil sie keinen Bock hatte, das zu lesen, weil sie es einfach scheiße fand. Und ich habe dann mal so rumgelesen und dann war in Gummistiefel. Ja, zum Shoppen gehen und wirklich. Und da war out dann sowas wie
Nee. Ich weiß jetzt nicht, was da out war, aber es war irgendwas, wo ich dachte so, hallo, es sind ganz normale Schuhe. Es waren wirklich so, ich glaube, das waren so Sportschuhe oder sowas, so richtig mit, ich weiß es nicht. Aber da dachte ich mir auch so Gummistiefel, ja, genau. Solche Hefte sollte man eh nicht lesen. Nee, machen nur oberflächlich und dumm. Ganz ruhig, nicht ganz ruhig. Grün. Würde das passen? Nee, nee. Nee. Zu groß. Ui. Nee. Finde ich auch gar keinen Sinn, dass so richtig reine Arme. Oh ja. Ja, wir lassen es. Und einen Ring braucht sie. Oder? Nee, braucht man glaube ich gar nicht. Ah, nein. Fertig? Ja. Fertig. Wir sind fertig, meine Lieben. Und jetzt geht's zu Eddie. In derselben Folge noch oder in der nächsten? Ich glaube in der nächsten, sonst schaffen die das nicht mehr. Okay, das könnt ihr dann ja auch überspringen, ne? Ist ja eure Wahl. Ja. Gut. Wie wär's, wenn wir den Part... Oh, lass das fette Eichhörnchen fangen. Nein, wir brauchen sowas nicht. Wie wär's, wenn wir diesen Part Überspringpart nennen? Überspringpart und den nächsten Überspringpart 2? Ja. Ist ja cool. Nee, Überspringpart Fortsetzung. Ja, genau. Okay, so bis zum nächsten Überspringpart Fortsetzung, ne? Tschüss. Tschüss.